Da ist ja schon jemand. Sehr gut. Ich komme ja vor wie so ein Tagesschau-Moderator. Ich habe unten Trainingshose und oben Hemd. Gut, jetzt habe ich das auch verraten. Ich wollte heute aus zwei Büchern lesen. Don't touch your face. Ja, scheiße. Das habe ich zum Beispiel, das ist eine Frage. Darf man sich an der Wange fassen oder nur nicht in der Nase? Ich fasse mir ungefähr 1 Million Mal im Gesicht. Ja, jetzt ist auch 9 Uhr. Ich begrüße alle, die jetzt zuhören und zugucken. Es ist ein komisches Gefühl, es ist ein ganz langes Selbstgespräch. Ich habe mir ein kleines Bierchen hier eingeschenkt und ich werde heute aus zwei Büchern lesen. Und zwar aus meinem Erzählband Fallensteller. Das ist das hier. Da gibt es eine kleine Geschichte, die ich gerne vorlesen möchte. Und dann danach kurz aus Herkunft. Und ich freue mich wirklich sehr. Und wenn ihr weiter spenden wollt, der Link ist sowohl bei Instagram als auch bei Twitter. Und wir gehen los mit der Lesung aus Fallensteller. Genau, also es gibt hier 9 Erzählungen und meine Lieblingserzählung heißt Georg Horvath ist verstimmt. Und es handelt sich dort um, es geht dort um einen Handelsreisenden, einen Vertreter einer Brauerei, der jetzt unterwegs ist nach Rio. Das klingt, als wäre es ein Märchen aus einer vergangenen Zeit, dass jemand eine Flugreise macht. Und Georg Horvath ist ein etwa 50-jähriger Mann, der in einer Stadt in Norddeutschland lebt und sich jetzt gerade am Beginn dieser Geschichte in einem Flugzeug befindet und ist auf dem Weg nach Rio. Und Georg Horvath ist extrem schlecht gelaunt. Entsprechend heißt auch eben der Text, Georg Horvath ist verstimmt. Jetzt habe ich mir schon wieder ins Gesicht gefasst. Naja. Georg Horvath ist verstimmt. Georg Horvath möchte Rio nicht mehr sehen. Er zieht die Sonnenblende herunter, obwohl gerade die Ansage mit dem Hochziehen der Sonnenblende kam. Zu viel In-Flight-Riesling. Zu viel In-Flight-Riesling und seit 30 Stunden keinen Schlaf und ein Sitznachbar aus Fernost, der sich schon wieder ein Bonbon in den Mund schiebt. Ja, wie viele Bonbons verträgt so ein kleiner Magen überhaupt? Während des gesamten Flugs hat der Asiate Bonbons gegessen und nach jedem Bonbon hat er das Einwickelpapier ganz sorgfältig zu einem kleinen Quadrat gefaltet, um es in der Sitztasche zu verstauen. Georg Horvath hat der Asiate ignoriert und das hätte der normalerweise begrüßt. Diesmal aber kam es ihm vor, als wolle der Asiate ihn aktiv ignorieren, als wolle er ihm eine Botschaft senden, mit dir nicht, lieber mit den Bonbons. Georg Horvath wollte nicht aktiv ignoriert werden, er zettelte ein Gespräch an, Arbeit oder Vergnügen, aber sein Sitznachbar sagte nieder und stellte seinen Film lauter. Um auf andere Gedanken zu kommen, wollte Georg Horvath die Vertragsunterlagen ein letztes Mal durchgehen, doch sein Blick zog insektengleich zum Licht der millionenfach flimmernden Stadt unter ihm und das war der Moment, da ihm das Bild in den Sinn kam, ein Meer der Lichter, ein Meer der Lichter. Er erkannte in den Lichtern aber nichts von einem Meer, also keine Wellen oder Windstille und auch ein Meer aus Licht hätte doch eine Art Tiefe und wäre nicht gepunktet, seit wann sind Meere bitteschön gepunktet, sondern es bestünde aus einer durchgehenden hellen Fläche, so wie der Asiate auf dem Nachbarsitz eine durchgehende Fläche aus einem Asiaten war. Georg Horvath machte sich sofort daran, ein besseres Bild zu finden, für Rio und überhaupt für Großstädte in der Nacht. Ja, vielleicht Lichterteppich, das klang doch auch irgendwie schön. Lichterteppich kam ihm auch irgendwie bekannt vor. Vielleicht war das ja auch gängig, Lichterteppich. Und man konnte sich ja auch die Straßen immerhin als so eine Art Muster vorstellen. Die Stadt rendert dann als Fransen, wo die Lichtquellen rarer wurden. Rarer, wo kam das denn jetzt her? Rarer, die Hügel, aber kein Teppich der Welt war uneben. Urbane Glühwürmchenplage. Jesus Christus Horvath. Bei die illuminierten Windpocken der Metropole war er soweit, einen weiteren In-Flight-Riesling zu bestellen, aber im Landeanflug gab es In-Flight-Riesling nicht mal mehr für die Business Class.
Das echte Meer. Das echte Meer setzt sich schroff-schwarz gegen das Meer der Lichter ab. Das sollte Regina schreiben. Genau diesen Satz sollte Regina schreiben. Das echte Meer, liebe Regina, setzt sich schroff-schwarz gegen das Meer der Lichter ab. Oder so, die illuminierten Wellen Rios schlagen gegen die schroff-schwarzen Felsen des Ozeans. Es bringt die undurcheinander bringbare Regina so ein wenig aus dem Konzept, wenn Georg poetisch wird. Georg Horvath ist kein nervöser Mann, absolut kein nervöser Mann, bloß treibt er jetzt schon zu lange im Meer der Lichter und wäre gern ein ruhiger Schwimmer. Der Asiate. Der ist nervös. Das würde auch die Bonbons erklären. Sonst hat der Typ weder gegessen noch getrunken, dafür mehrere Weltraumfilme hintereinander gesehen oder einen sehr langen Weltraumfilm, die gehen ja heute über 14 Stunden. Nicht Rio. Die Sprache war es. Die Sprache hat Georg Horvath mal wieder verstimmt. Die Sprache hat ihn verstimmt. Eine Konvention. Eine sprachliche Konvention vermisst ihm Brasilien, bevor er auch nur einen Fuß auf Brasilien gesetzt hat. Und sagt man das überhaupt so? Ist einen Fuß setzen auf, ist das überhaupt gutes Deutsch? Das ist doch bestimmt schlechtes Deutsch. Das ist doch bestimmt denglisches Deutsch. Georg Horvath spricht viel zu viel Englisch. Das macht der Beruf. Rio, die hellste Gänsehaut Brasiliens. Es war ja so, dass Georg Horvath nach Brasilien flog, nicht weil er sein Projekt irgendwie spannend fand oder weil ihn Brasilien speziell interessierte, sondern weil es im Gegenteil eine ganz, ganz kleine Sache war. Es war eine ganz, ganz kleine Sache, bei der er sehr wenig zu tun haben würde. Er hoffte also, an 3 Tagen seines Lebens mehrheitlich überflüssig sein zu dürfen, an einem warmen, voraussichtlich ansehnlichen Ort. Auch zu Hause. Auch zu Hause wäre er überflüssig gewesen, das weiß er ja auch. Er wäre da überflüssig gewesen, aber er hätte dabei ständig unter dem Druck gestanden, sich ständig nützlich zu machen. Ja, bei Regina galt, das Zuhause musste stetig optimiert werden, gesäubert, aufgeräumt, repariert, denn nur durch kontinuierliche Arbeit an einem Zuhause blieb ein Zuhause ein Zuhause. Und Georg Horvath fand das gut, er fand das hervorragend. Er wollte auch ständig helfen und machte einen Fehler nach dem anderen. Er kaufte unreife Avocados, obwohl Regina ihm genau die Stelle auf der Avocado gezeigt hatte und darauf noch 2 YouTube-Videos, die Stelle, auf die er also drücken musste, um zu erfahren, ob die Avocado reif war. Er macht es trotzdem falsch. Er faltete die Tagesdecke immer so zusammen, dass Regina sie danach nochmal anders zusammenfalten musste. Er räumte Dinge weg, die im Weg standen, und später stellte sich heraus, das war Reginas Absicht gewesen, dass die Dinge darum standen. Die lila Blumenvase. Die lila Blumenvase, die steht permanent auf der Treppe ins Obergeschoss im Weg. Die soll dort aber auch stehen bleiben, ganz egal, was Georg Horvath und die gesamte Menschheit von Vasen auf Treppen halten. Georg Horvath hält Vasen auf Treppen für ästhetisch fragwürdig und gefährlich sowieso. Er begehrte einmal sogar gegen die Vase auf. Er revolutionierte sich gegen die Vase, dabei hatte er sie Regina geschenkt, nachdem Regina sich die Vase ausgesucht hat. Und jetzt muss er wieder an die Tagesdecke denken. Er muss wieder an die Tagesdecke denken, die er sogar dann falsch zusammenfaltet, wenn er glaubt, dass er sie genau so zusammenfaltet, wie Regina das macht. Er möchte sich jetzt am liebsten theatralisch ohrfeigen und sowas wie "Konzentrier dich mal, Horvath, reiß dich mal zusammen" rufen. Aber wie würde das für einen Asiaten aussehen? Er faltet jetzt die Lufthansa-Decke zusammen. Er faltet jetzt die Lufthansa-Decke zusammen und er fragt sich dann, ob das Reginas Faltvorstellungen entspräche oder eben asiatischen Bonbonpapier-Faltvorstellungen. Ja, und was soll er jetzt mit der Decke machen? Ja, die Decke kommt ihm jetzt ganz und gar sinnlos vor. Die ist irgendwie dünn, die ist irgendwie borstig. Borstig, Georg Horvath mag borstig. Was für ein hervorragendes Wort ist borstig. Er könnte die Decke zerknüllen. Er könnte sie unter die Armlehne schieben. Aber er möchte jetzt das sorgfältig zusammengelegte Quadrat jetzt nicht sofort zerstören. Und sagt man überhaupt zerknüllen im Deckenzusammenhang? Sagt man zerstören im Quadratzusammenhang? Er könnte die Decke auf den Boden legen, aber das kommt ihm in der Business Class total schäbig vor. Der Asiate sieht wieder herüber. Der Asiate sitzt auf seiner Lufthansa-Decke und er sieht auch so herüber, als wollte er auch sagen, ich hingegen sitze auf meiner Lufthansa-Decke. Und Georg Horvath findet die Idee fantastisch, aber das kann er natürlich jetzt nicht nachmachen. Der Asiate geht jetzt auch noch auf die Toilette, gegen das Anschlagzeichen rebelliert.
Und Georg Horvath steht auch auf, öffnet die Gepäckablage, der eine Koffer gehört ihm, der andere gehört dem Asiaten, ganz sicher, er blickt sich um, niemand beachtet ihn, er öffnet den fremden Koffer und stopft die Lufthansa-Decke da hinein und schließt den Koffer und setzt sich wieder. Und Georg Horvath ist jetzt ein zufriedener Mann als der Mann, der eben noch gewesen ist. Eine Berührung an seiner Schulter, er zuckt zusammen, die Augen der Berührung sind gerötet, einzelne Strähnen haben die Frisur aufgegeben. Es ist die Flugbegleiterin, leichte Alkoholfahne, er möge bitte zur Landung die Sonnenblende hochziehen. Muss es, fragte Georg, muss es zu dieser Uhrzeit nicht eigentlich Mondblende heißen? Nein, sagt die Berührung, nein, es muss nicht Mondblende heißen. Georg Horvath zieht die Sonnenblende hoch, entschuldigt sich, sieht aus dem Fenster. Der Asiate ist wieder da, das Unterhaltungsprogramm wurde längst beendet, er drückt trotzdem wie wild auf die Knöpfe. Im Meer der Lichter schwimmt jetzt die Landebahn. Ein Meeresungeheuer, denkt Georg sofort und stellt sich so eine Riesenschlange vor, während er seine Nasenwurzeln massiert, weil er sich eine Riesenschlange im Meer der Lichter vorstellt. Und warum musste die Flugbegleiterin gerade so professionell sein? War sie denn immer so wie Regina? Immer professionell, in allen Dingen professionell. Georg Horvath ahnt, dass Regina mit der gleichen Perfektion und dem gleichen Furor ihre Patienten aufmacht, gesund macht und wieder zumacht, wie sie zu Hause Auberginen aufschneidet, einkocht und ihn später in Gläser abfüllen lässt. Beim Sex lässt Regina seit ein paar Jahren nur 2 Stellungen zu. Professionell daran ist, dass es sich um die einzigen handelt, die sie zum Höhepunkt bringen, falls Georg Horvath lang genug durchhält. Er muss ja auch nicht viel machen dabei. Es ist sogar besser, wenn er eher ruhig da liegt, damit sie sich konzentrieren kann. Ich will nicht, dass wir wie Tiere ficken, hat sie ihm mal mitgeteilt, als er optimistisch eine Variante vorgeschlagen hat. Ja, aber welche Tierart meinte sie denn jetzt? Also er hätte sie fast gefragt. Es machte ja schon einen gewaltigen Unterschied, ob Nilpferd oder Weinbergschnecke. Er ließ es aber lieber sein. Er hatte längst verstanden, dass es Regina beim Sex ausschließlich darum ging, etwas für sich selbst zu tun. Und das war ja auch irgendwie in Ordnung. Ja, aber könnte er sich bloß so unbekümmert in der Sprache beim Sprechen einrichten, wie Regina im Sex beim Sex, also in der eigenen Sprache, gar nicht in der Sprache allgemein. Präziser, könnte er sich bloß im Artikulieren von seinen Gedanken so unbekümmert einrichten wie Regina beim Sex, beim Formulieren dieser Gedanken, diese vergebliche Sehnsucht, immer genau das Richtige zu sagen. Die Räder berühren den Asphalt, das Flugzeug rollt aus, dockt an am Gate. Der Asiate schnellt hoch und öffnet die Ablage. Er hat seinen Kopfhörer in der Hand und für einen Augenblick wünscht sich Georg Horvath nichts sehnlicher, als dass der Asiate die Lufthansa-Decke entdeckt und ihn sogar als Übeltäter entlarvt. Eine kleine Schlägerei in der Business Class, das wär's jetzt. Aber nein, der Asiate verstaut die Kopfhörer bloß in der Vordertasche. Georg Horvath sagt Thank you zu allen, die eine Uniform tragen. Er überholt den Asiaten nach einem kurzen Duell noch auf der Gangway. Im Ankunftsbereich fächern sich Männer mit müden Namensschildern die stickige Hallenluft zu. Auch in deren Richtung flüstert Georg Horvath Thank you, thank you, thank you und lächelt. Georg Horvath lächelt. Ja, krass. Seid ihr noch da? Das ist so komisch, ja. Das war der erste Teil, also Georg Horvath landet und wir sind jetzt in der Halle mit ihm. Er ist nach wie vor leicht angetrunken, nach wie vor sprachverunsichert und jetzt wird er abgeholt. Und ich lese jetzt einen kleinen Teil von diesem zweiten Teil. Die Geschichte ist in 3 Teilen unterteilt. Der zweite Teil heißt It's okay, but it's also not okay. Etwas abseits entdeckt Georg Horvath seinen Namen. Seinen Namen auf einem schiefen Kartonstück. Fast seinen Namen. Horvath steht da. Horvath mit W hingekritzelt wie von Kinderhand. Ein Fehler, das häufig passiert. Das Schild liegt auf den Knien eines Mannes, der mit über dem Bauch verschränkten Händen auf einer Bank schläft. Er weckt ihn. Das Abholfahrzeug ist ein alter VW-Bus und der Chauffeur, Ali, so heißt er Ali, spricht weder Deutsch noch Englisch. Horvath macht das nicht viel aus, im Gegenteil, es bessert sogar seine Stimmung.
Der Verkehr wird dichter, je heller der Morgen. Georg Horvaths Kehle ist trocken und als würde der Chauffeur das spüren, greift er unter den Sitz und reicht Georg eine Coke Zero. Sie haben absolut keine gemeinsame Sprache und der Chauffeur ist nicht in dieser Yes-Yes-Laune, die sich oft einstellt, wenn das Schweigen zwischen Fremden zu groß wird. Kurz hinter Rio versucht es Georg Horvath trotzdem. Er versucht es trotzdem mit einem Gespräch, er versucht es mit eindeutigen Sachen, er versucht es mit dem Klima Südamerikas im direkten Vergleich zum Klima Bremens. Dann gibt er sich einen finalen Ruck, da auch das nichts brachte, mit einer doch wohl sicheren Nummer und sagt, Coke Zero tastes not like true Coke. Und siehe da, der Chauffeur schürzt die Lippen. Sie, sagt er, und nach einer Pause, no. 2 Stunden später ist die 2. Coke Zero leer und Ali steuert eine erwartbar heruntergekommene Raststätte an, oberhalb eines Städtchens am Ozean gelegen. Georg Horvath steigt aus, streckt sich, sieht auf die Lagune hinab, auf Fischerboote, die wahrscheinlich keine Fischerboote sind, aber das macht die Vorstellung irgendwie hübscher. Er holt sein Smartphone hervor und das Erste ist, dass er den Flugmodus nach der Ankunft nicht ausgeschaltet hatte und das Zweite, dass er das jetzt tut und daraufhin die Meldung über 19 verpasste Anrufe bekommt, sowie 4 SMS, von denen die erste lautet, Dear Mr. Horvath, this is Maria from InBev. Welcome to Brazil. Our driver is looking for you. Please call him. Und das dritte ist die nächste Nachricht einige Minuten später. Dear Mr. Horvath, the driver tells us you are nowhere to be found. Please be so kind as to contact him. Und das vierte ist, Dear Mr. Horvath, we are trying to reach you. Please call immediately when you read this. Und das fünfte ist, Dear Mr. Horvath, where are you? Dankeschön. Ja, genau, das ist jetzt die halbe Geschichte. Die beiden gehen auf eine Abenteuerfahrt. Sondergleichen. Genau, und ich habe jetzt viel Zeit hier zu Hause mit meinen Liebsten. Ich habe einen kleinen Sohn und wir beide machen ein Buch zusammen, ein Kinderbuch. Und in letzter Zeit haben wir viel Zeit für Geschichten erzählen. Es funktioniert immer so, dass ich eben diese Geschichten erzähle, abends vorm Einschlafen oder sonst im Laufe des Tages. Und er bringt sie selber ein. Also er ist 5 Jahre alt und der unterbricht mich dann. Und wenn er merkt, dass eine Sache scheiße ist oder er irgendwo handeln kann, dann kommt da in die Geschichte rein. Und er hat sich vorgenommen, dass er das immer so macht, dass er mit einem anderen Fahrzeug hinkommt. Und das Fahrzeug darf es nicht zweimal wiederholen. Also inzwischen kommt er auf Schränken mit Rädern und auf Flaschen und so. Und diese ganzen Geschichten, die funktionieren folgendermaßen. Es sind alles Taxi-Geschichten. Jede Geschichte hat zu Beginn ein Ich, das in ein Taxi einsteigt und in dem Moment verwandelt sich dieses Gefährt in ein magisches Vehikel und führt den Protagonisten in eine magische Welt. Und das kann alles sein. Das können Zeitreisen sein, das können Ereignisse sein, die sich kaum erklären lassen. Und jede Geschichte hört auch dann mit dem gleichen Satz auf, aber ich fahre doch lieber nach Hause zu dir. Und ich würde, das Buch ist, wird bei Mayrisch, meinem kleinen schönen Verlag hier in Hamburg, Mayrisch heißen die, erscheinen wahrscheinlich im Frühling nächstes Jahr, wenn es noch Frühling gibt. Und ich würde gerne einmal eine Geschichte vorlesen von diesen Taxi-Geschichten. Alle beginnen mit Hey, hey, hey. Hey, 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 ich steige in ein Taxi und das Taxi verwandelt sich in eine Kutsche. Ich gucke raus. Die Straße ist weg. Die Straße ist weg. Wo ist die Straße hin? Wir kutschern über einen Feldweg. Der Taxifahrer trägt jetzt Lederweste und Cowboyhut. Und ich denke, gleich kommen bestimmt Bisons. Gleich kommen Bisons und da sind sie auch schon. Bisons, esslustig, gemütlich, grast eine Herde in der Prärie. Alle Straßen weg, da ist jetzt die Prärie. Wo wollte ich überhaupt hin? Egal.
Ich bin jetzt in der Kutsche. Ich bin nicht alleine in der Kutsche. Eine Dame, ein Chinese, ein dicker Mann und ein dünner Königspudel sind auch noch da in der Kutsche. Die Dame schläft, sie schnarcht sehr. Der Königspudel unterhält sich mit dem Chinesen. Der Pudel spricht Chinesisch. Ich verstehe kein Wort, aber ich ahne, gleich werden wir überfallen. Es ist einfach so, wenn Kutschen in der Prärie kommen, werden die Kutschen überfallen. Es gibt überhaupt keinen anderen Weg. Und so ist das auch. Der dicke Mann, der hat nämlich eine Tasche auch noch dabei, die umklammert er auf dem Schoß. Natürlich umklammert er sie so, als sei darin in dieser Tasche der wertvollste Schatz des Universums. Der dicke Mann schwitzt, da fällt auch schon der erste Schuss. Der Kutscher gibt Gas, also er macht das, was Kutscher halt so machen, damit die Pferde schneller werden. Und die Pferde werden auch schneller. Und der dicke Mann schwitzt noch mehr und der Pudel und der Chinese unterhalten sich aber weiter. Die unterhalten sich weiter, als sei gar nichts, als sei gar kein Schuss gefallen. Draußen jagen aber schon Banditen hinter der Kutsche. Ganz ruhig packen jetzt der Chinese und der Pudel jetzt was aus. Sie packen eine sehr laute Trompete aus und reden dabei aber weiter. Jetzt steht der Pudel trotz des wackeligen Kutschierens auf und bläst die sehr laute Trompete aus dem Fenster. Auf der anderen Seite packt auch der Chinese etwas auf. Er packt ein riesigen Schlagzeug-Solo raus und da lachen sie beide, der Chinese und der Pudel. Nur der dicke Mann, der schwitzt weiter und hat Angst. Und die Dame, die schläft weiter. Die macht nämlich gar nichts. Sie schläft einfach weiter. Die hat die Augen zu und schläft immer noch. Und es ist die lauteste und die schrecklichste Musik seit den 80er Jahren. Also die schrecklichste Musik, die du je gehört hast. Die Musik ist so schlecht, dass die Pferde durchdrehen und über die Prärie nur so fliegen. Nur so fliegen. Die Musik ist so schlecht, dass auch die Banditenpferde einen Teufel tun würden, um dieser Musik näher zu sein. Also hauen die ab. Die hauen einfach ab. Manch ein Bandit schreit sogar, aufhören bitte. Nimmt unser Geld, aufhören. Das ist doch nicht fair. Ja, fair ist das nicht. Fair ist das nicht. Es ist nicht fair, weil bei so einem Krach, da kann die Dame jetzt doch nicht weiter schlafen. Die Dame wacht auf und bittet die Herrschaften höflich, es doch mit der Lautstärke nicht zu übertreiben. Danke sehr. Der dicke Mann bedankt sich. Er bedankt sich überschwänglich beim Chinesen und beim Königspudel. Schon sind wir angekommen in einer Stadt, in der ein Zuhause steht. Oh, das ist ja unser Zuhause. Und ich bitte den Kutscher, mich dahin zu bringen. Nach Hause zu dir. Ja, so sind diese Taxigeschichten. Davon wird es so 30 Stück geben. Ich bin sehr, sehr froh darüber. So, und Gott, das ist ja schon 25 Minuten. Ich habe jetzt noch zwei Sachen vorbereitet aus meinem letzten Buch, Herkunft. Und zwar, ich erzähle ein bisschen über das Buch und dann lese ich ein bisschen etwas. Das Buch folgt sehr meiner Biografie. Also es ist dort wahnsinnig nah an dem Ich, das ich bin und an den Ereignissen, die ich erlebt habe und meine Familie. Wir kamen 1992 nach Deutschland, aus Bosnien damals, aus noch Jugoslawien, kamen hier als Bürgerkriegsflüchtlinge an und wohnten in Heidelberg, in Emmetsgrund. Das war ein zufälliger Ort für uns. Dort hatten wir einen Onkel, der in der Zeit, als der Krieg ausbrach, zufällig Gastarbeiter war in Deutschland und der konnte uns dann herholen. Und wir lebten in einem Stadtteil, der, wie es so ist bei Ausländern, dass es migrantisch sehr, sehr stark war, aber auch eine gute Mischung. Es gab ein kleines Villenviertel dort und Emmetsgrund hieß das in Heidelberg. Und ich konnte außer Lothar Matthäus kein einziges Wort auf Deutsch und kam also auch gemeinsam mit meiner Familie, mit dem Gefühl nach Deutschland, dass der Krieg wird nicht lange dauern, wir werden bald zurück können. Und so war das dann nicht. Der Krieg hat noch weitere 3-4 Jahre gedauert und hat das gesamte Land dermaßen verändert, dass eine Rückkehr später auch nicht mehr möglich war. So, und ich werde jetzt zwei Texte lesen, die in dieser ersten Zeit spielen in Heidelberg. Der erste Text hat zu tun mit etwas, was unserem Selbstwertgefühl sehr viel gegeben hat. Das war nämlich Gast sein, irgendwo Gast sein. Wir, am Anfang waren wir entweder Exoten vom Balkan, wir waren die bedrohliche Masse, wir waren, ließ es auch spüren, nicht unbedingt willkommen, nicht von allen natürlich. Und es gab aber Momente in der Nachbarschaft und in dem sozialen Miteinander, in der Schule, die das
unterdrückten dieses Gefühl von nicht willkommen sein. Und wie gesagt, eins davon war irgendwo bei jemandem zu Gast sein. Und zwar nicht, weil diese Menschen wollten, oh, wir tun den Flüchtlingen was Gutes, deswegen dürfen sie mal mit uns Abendessen, sondern weil sie wirklich klares Interesse an uns als Menschen hatten. Und ich war ganz oft bei meinem Schulfreund Rahim. Der heißt Rahim, er ist Deutscher, sein Vater war aber Semitist und hat ihm einen arabischen Namen gegeben. Rahims Eltern waren Akademiker und ich habe mich extrem wohl gefühlt bei denen auch immer. Und dieser Text, den ich jetzt lesen möchte, spielt, da bin ich schon so, ich würde sagen, ein Jahr in Deutschland, vielleicht ein bisschen mehr. Mein Deutsch ist besser geworden, aber noch sehr starker Akzent natürlich. Ich verstehe alles, aber ja, es ist halt noch, ich bin noch einfach total neu in diesem Land. Und habe noch sehr damit zu kämpfen, Außenseiter zu sein, mit prekären Verhältnissen zu Hause. Ich schäme mich oft vieler Dinge. Aber dort in dieser Oase bei Rahims Eltern geht's mir gut. Also da fühle ich mich willkommen und bin guter Dinge. Die geben mir auch das Gefühl, dass ich was zähle. Und der Text heißt, einander ausreden lassen. Die Eltern von Rahim sind fränkische Atheisten und Geisteswissenschaftler. Die Eltern von Rahim haben 4 Kinder und eine Wendeltreppe. Was genau das Spezialgebiet von Rahims Mutter war, das wurde mir damals nicht klar. Vielleicht war sie gar keine Geisteswissenschaftlerin, ich weiß es nicht, wir haben uns darüber nie unterhalten. Sie vollendete jedenfalls ihre Sätze immer so, als hätte sie schon Wochen vorher gewusst, wie die Sätze enden sollen. Anders als sie sprach Rahims Vater sehr oft über seinen Beruf. Er war Professor für Semitistik und sehr viel unterwegs in Gegenden, wo denkwürdige Dialekte ihrem Aussterben entgegenflüsterten. Er brachte sie zurück nach Deutschland als Proseminare. Ich verbrachte viel Zeit bei Rahim und begegnete natürlich auch oft seinen Eltern. Ab und an blieb ich beim Essen, allein wie die Speisen angerichtet waren. Ja, die Soße auf den Tellern, die immer wie ein filigranes Ornament. Alles schmeckte, als habe es ein Sternekoch gezaubert, also wirklich gezaubert. Ich wäre nicht überrascht gewesen, wenn tatsächlich irgendwann einer aus der Küche herausgekommen wäre, sich bescheiden verneigt hätte, um uns einen guten Appetit auf Aramäisch zu wünschen und sich danach in einer Wolke aus Safran aufzulösen. Ich genoss den Leichtsinn da draußen, das gelegentliche Abenteuer der Jungs an der Aral-Tankstelle, aber ich genoss auch hier drin, bei Rahims Eltern, die wohlige Ordnung des Bücherregals nach Themen sortiert und das ständige einander ausreden lassen im geräumigen Wohnzimmer von Rahims Familie. Einmal, da waren außer mir 2 lebhafte Lesbierinnen namens Andrea beim Abendessen zu Gang. Beide Andreas waren Veterinärmedizinerinnen in der Pfalz. Die eine Andrea praktizierende Veterinärmedizinerin, die andere Andrea forschende Veterinärmedizinerin. Und ich muss wohl auf die Frage nach dem Woher meines Akzents genuschelt haben. Jedenfalls verstand Andrea, die Forscherin, Boston statt Bosnien und lachte außerordentlich erfreut, als hätte ich ihr gerade ein Geschenk gemacht. Sie begann auch sofort von ihrem Lehrauftrag am MIT zu erzählen und was für eine gute Zeit sie in Boston gehabt hätte. Sie sprach jetzt auch Englisch mit mir, mit sehr englischem Akzent, den ich vorher nur vom britischen Wrestler The British Bulldog kannte. Und sie tat es, obwohl sie mich gerade noch Deutsch hatte sprechen hören. Ja, vielleicht glaubte sie, ich würde mich in meiner Muttersprache wohler fühlen. Ich ließ sie reden, ich nickte, wenn ich etwas verstand, antwortete auch recht ehrlich auf all ihre Fragen, was ich in Deutschland machte, School, wo ich gewohnt hätte, close to the river, wann ich wieder zurückfahren würde, soon, I hope, und das alles mit meinem Bruce Willis Akzent und sie nahm die Antworten bestens an. Es war sagenhaft. Der Semitist schmunzelte, Rahim tat sich Knödel auf und ich fühlte mich durch jeden Satz der sympathischen Rinderexpertin irgendwie anwesender, ja anwesender. Ein Missverständnis hatte mich der Herkunftslast entledigt. Ein Austauschschüler aus Boston zu sein, das war so viel einfacher als ein Bosnier mit befristeter Aufenthaltserlaubnis. Have you been to a Celtics game? Da wagte ich sogar eine Gegenfrage. No, you?
Yes, indeed, rief sie. Yes, indeed. It was fantastic, rief sie. Und dann kam mit Rahims Mutter und dem Salat leider eine Pause in unserer Unterhaltung, in der unser Gastgeber Andrea die Hand auf den Arm legte und einfach nur leise, nicht Boston, Andrea, Bosnien, sagte. Oha, sagte die Forscherin. Oha, sagte auch die praktizierende Tierärztin mit dem Schwerpunkt Nutztiere in Massentierhaltung. Die entzückenden Speisen wurden im Nest des Missverständnissen auf Teller verteilt. Das Rollenspiel mit dem anderen Ich war zu Ende. Selbstverständlich lachten alle. Natürlich entschuldigte sich Andrea, entschuldigte ich mich ja auch. Wir stießen an und Rahims Vater rief an die Veterinärmedizinerinnen gewandt und als stelle er gar keine Frage, sondern erzähle einen Witz. Na, wie lebt er sich so in Kaiserslautern? Circa 15 Jahre später, 2010, da war ich tatsächlich selber am MIT. Ich unterrichtete deutsche Literatur und kreatives Schreiben. Ich wohnte unweit vom Charles River. Befragt nach meiner Herkunft, sagte ich abwechselnd Visegrad, Europe oder Kurpfalz. Also Kurpfalz kam mit Abstand am besten an. Wenn du nämlich im Ausland irgendwo Kurpfalz sagst, ja, dann weiß dein Gesprächspartner mit ziemlicher Sicherheit nicht, ob das eine Stadt ist oder ein Sprachfehler. Ich sagte, meine Eltern seien Geisteswissenschaftler, sagte, mein Großvater sei Jäger, Aussiedler aus Danzig, sagte, meine Mütter seien Lesbierinnen, sagte, Herkunft, Herkunft, Herkunft ist Zufall. Überall sagte ich, Herkunft ist doch Zufall, was hat es uns zu interessieren? Immer wieder auch ungefragt. Und im Halbfinale der NBA Playoffs, da spielten die Celtics gegen Orlando. Ich war beim dritten Spiel in der Halle. Meine Celtics gewannen deutlich. Ja. Was wohl die Andreas heute machen? So, und der letzte Text für den Abend heute. Ich seid ihr noch da? Ich kann gar nicht. Ja, okay, da sind noch ein paar Leute. Ich kann nicht nur sehen, wie viele Leute da sind. 512 Leute, meine Fresse. Und wahrscheinlich noch ein paar auf Instagram. Ich guck mal jetzt auch unsere Spende. Wie viel wir da haben. Wahnsinn! Okay, Leute, also haltet euch mal fest. Wir haben heute 8.356 Euro. Wahnsinn! Wahnsinn! Super. Wahnsinn. Okay, ich werde selber nochmal irgendwie 1000 dazu tun und dann sind wir bei 9500. Wahnsinn. Also, die 10.000 sind doch drin, das hoffe ich doch auch. Also, vielen Dank euch allen, das ist wirklich grandios. Das ist wirklich, wirklich grandios. Ich weiß nicht, ob ihr den Link habt, ich kann den nochmal hier in dem Chat posten. So, da, falls ihr nochmal spenden wollt. So, und ich mache zum Schluss noch einen Text aus dieser Heidelberg-Zeit. Genau, dieser Text ist mir ganz, ganz wichtig, weil er so ein bisschen zeigt, was für mich das Erzählen von meiner Vergangenheit eigentlich immer ist. Also von Jugoslawien, von Bosnien, von Kindheit. Dieses Buch war im Grunde auch ein Versuch, das irgendwie ähnlich in Worte zu fassen, was mich umtreibt seit vielen Jahren. Ich glaube, ich habe es einigermaßen auch so hinbekommen, dass ich schon während der Recherche viele Antworten gefunden habe auf die Fragen, die ich hatte. Und dieser Text heißt Lemma. Lemma, und es spielt zur Hälfte noch in Jugoslawien, in meiner Kindheit, und die andere Hälfte spielt in Deutschland in dieser ersten Heidelberg-Zeit. Genau. Lemma. Wir haben am 1. Mai 1990 ein Lamm gegrillt. Ein Lamm gegrillt auf einer Waldlichtung am Visegrader Kurbad. Ein Lamm haben wir da gegrillt. Ein Lamm. Das Tiermaul aufgerissen zu einem Verhaltensschrei. Im Kiefer die schiefen Zähne. Die schiefen Zähne. Die Haut glänzte, schlug Bläschen. Ich gruselte mich, also lachte ich. Mein Vater rief mich zu sich und schlug vor, ich solle das Fett von der Haut des Lamms, ich solle das Fett mit Brot aufnehmen und es essen. Dann das Brot dann essen. Ich tat es, ich
Ich tunkte dieses Brot in dieses Fett und aß das Brot. Das Brot blieb mir sofort im Hals stecken. Es schmeckte unmöglich. Hier, spül's runter, rief mein Vater, spül's runter, reichte mir eine Bierflasche, meinte er das ernst? Ich kickte wütend den Ball ins Feuer, absichtlich ein bisschen. Vater holte ihn raus und sagte, ganz schön große Kartoffel. Niemand war sauer auf den Ball oder auf mich. Lamm, Brote, Salate. Großmutter Christina, meine Großmutter Christina, saß zwischen ihren Söhnen. Sie hatte sich unter der Woche das Haar machen lassen. Das Haar machen lassen, diese allmächtigen Wicklerlocken. Lila, manche sagen zufällig, ich meine absichtlich. Lila, ein strahlendes Lila im Waldesgrün. Jemand rief, wie unbegabt ist diese Familie eigentlich? Wie unbegabt seid ihr eigentlich alle? Niemand von euch, wir sind 20 Leute, niemand von euch spielt auch nur ein Instrument. Ja, nichts, ja, nicht mal Gitarre, nicht mal die drei Akkorde, nichts. Wir summten die Internationale. Ich nahm mir vor, Gitarre zu lernen. Wir spielten Verstecken. Wir spielten Verstecken im Wald, auch die Erwachsenen, was natürlich das ganze Spiel geiler machte, dass die mitspielten. Ich lief in den Wald, tief in den Wald, bis ich gar nichts mehr hörte, außer den Wald und mich selbst. Setzte mich auf einen Baumstumpf. Niemand auf der ganzen Welt wusste, wo genau ich gerade jetzt war. Niemand. Ich knibbelte am Moos herum und da mich auch niemand fand, wurde es bald ziemlich langweilig. Auf dem Weg zurück entdeckte ich Mutter und die Frau meines Onkels hinter einem Felsen. Sie kicherten eine Weinflasche an. Ich belauschte sie ungesehen. Ich weiß nicht mehr, was sie damals sprachen. Ich wünsche mir heute, dass ich es belanglos fand und schön. Im Visegrader Kurbad werden 2 Jahre später Dutzende muslimische Frauen verschleppt, vergewaltigt, getötet. Unbeschwert ist an dieser Stadt, an Visegrad, für mich kein Ort mehr. Kaum eine Erinnerung ist nur persönlich. Kaum eine Erinnerung kommt ohne Nachtrag, ohne eine Fußnote von Tätern und Opfern, von Gräueltaten, die sich dort abgespielt haben. Was ich einmal empfunden habe als Kind, das ist immer vermengt mit dem, was ich über den Ort weiß. Ich kenne Gerichtsurteile zu den Ereignissen der Kriegsjahre in der Gegend. Ich habe von den Schmerzen gelesen, die mit Fingernägeln in die Wände geritzt wurden, den Nägeln jener Frauen, die hier im Kurhotel festgehalten, vergewaltigt, getötet wurden. Meine Kindheit, sie lässt sich nicht anders als dissonant erzählen. Ein Ball im Feuer ist nicht bloß ein Ball im Feuer. Im Wald hat man sich nicht bloß im Spiel versteckt. Ich habe mir diese Motive für dieses Buch gesucht, absichtlich gesucht. Meine Mutter erlebt und verarbeitet diese Dissonanz noch eine Spur intensiver. In Visegrad ist meine Mutter eine andere Person. Sie ist schreckhaft, sie ist launisch, sie ist albern, nie. Mutter schläft schlecht in Visegrad, Mutter kichert nicht mehr in Visegrad. Und ich brauche auch niemanden zu erklären, warum ich dort, wo ich herkomme, nicht mehr bin. Es kommt mir aber vor, als würde ich genau das immerfort tun, fast entschuldigend auch mir selbst gegenüber. Es kommt mir vor, als stünde ich wegen der Geschichte dieser Stadt Visegrad und wegen des Glücks meiner Kindheit auf der anderen Seite in einer Schuld, die ich nur mit Geschichten begleichen kann. Es kommt mir vor, als meinten meine Geschichten diese Stadt sogar dann, wenn ich nicht über sie schreiben will. Am 1. Mai 1994, am 1. Mai, 4 Jahre später also, da parkte mein Vater den VW-Bus seiner Firma vor unserem Heidelberger Bungalow, darin in dem VW-Bus ein Lamm am Spieß. Das Maul, die schiefen Zähne, alles wie gehabt. Der Plan war, zur Grillhütte hoch, zur Grillhütte das Ding grillen. Ich sagte, ich komme da auf keinen Fall mit. Seid ihr wahnsinnig? Ich ging weg. Ich ließ sie dann mit dem Lamm hantieren und ging zur Aral-Tankstelle. Dort war Matek. Matek saß dort auf dem Bürgersteig und spielte Gameboy. Ich sagte, hör mal zu, Matek, meine Familie will ein Lamm grillen. Sie wollen ein Lamm grillen. Matek sah von dem Gerät auf und fasste sich ins Haar. Matek trug sein Haar
zu so einem strammen Viereck hochgegelt. Sein Schädel sah aus wie so ein römisches Kastell und Matek zupfte ständig korrigierend an den Palisaden. Matek sagte, ein Lamm? Das ist ja geil. An der Grillhütte oben, an der Grill, da... Geil, an der Grillhütte, geil, sagte Matek, ich hab Hunger. Er verstaute den Gameboy und stand auf. Es war total merkwürdig. Ich hatte ihm gerade etwas verraten, dessen ich mich total schämte. Das war das allererste Mal, dass ich über sowas sprach. Essvorlieben, Beengtheiten, Härten, Spämmelsofa. Ich sprach darüber nicht mit den Jungs. Ich wollte kein aufgespießtes Tier in Deutschland grillen. Vor allem wollte ich nicht, dass andere wussten, dass meine Familie aufgespießte Tiere grillte. Gerade die Deutschen, die erwarteten doch genau das von uns, dass wir ständig Lämmer grillten und im Basketball fies faulten und mit einer Zwiebel unter dem Kissen schliefen. Ich gehe da auf keinen Fall hin, sagte ich. Ich gehe da auch ohne dich hin, sagte Matek. Das Tier briet schon, als wir an der Grillhütte ankamen. Matek sah den Spieß, sah den Picknicktisch mit den üppigen Salaten, Broten, Reis, Kartoffeln, sah meinen Onkel, diesen großen Mann auf diesem winzigen Hocker hocken, wie er den Spieß drehte. Er sah den Kassettenrekorder zwischen den Beinen von meinem Onkel, Herbert Grünemeyer. Herbert Grünemeyer rief da aus diesem Kassettenrekorder irgendwas. Kein Mensch versteht da, was er da singt, aber Matek fasste sich zufrieden ins Haar. Nena Merema sah er, meine Nena Merema. Sie nahm den Blick von ihrem Strickzeug und winkte. Matek sah meinen Großvater Mohammed, der jetzt Hallo und später Danke sagen würde. Matek fasste sich in die Palisaden. Matek sah das Schwert und den Kranz aus alter Tinte am Unterarm meines Vaters, als er ihm die Hand reichte, sah Trainingsanzüge, Motiv-T-Shirts von C und A. Meine Nena Merema trug ein Motiv-T-Shirt von C und A. Darauf war so ein Surfbrett und darunter die Aufschrift California Dreaming Waves Diamond. Dazu einen langen bunten Rock. Vater stellte sich vor. Mutter kam vorbei mit Getränken auf einem Tablett. Großvater nahm Fanta, Onkel nahm Campari O, Vater nahm ein Bier. Matek und ich sahen uns an. Ich griff nach der Fanta, Matek hatte meinen Blick falsch gedeutet und nahm das Bier. Vater sagte zu mir, du nicht auch? Er meinte mich, meine Eltern wussten gar nicht, dass ich Alkohol trank, glaubte ich zumindest. So viele Dinge, über die wir nicht sprachen, selten lag es nicht an mir. Ich trank das erste Bier mit meinem Vater, mit meinem guten Freund Matek, mit dem Lamm und mit Herbert Grünemeyer. Und alle redeten jetzt auch wegen Matek Deutsch und zwar gar nicht so schlecht, wie ich dachte, dass sie es reden. Hallo und danke, wie geht's, wer bist du? Großvater lächelte, Vater und Matek begannen sogar eine Unterhaltung. Über Autos, ja, das war einfach und irgendwie interessant für beide. Als Vater sah sich am Wochenende immer die Anzeigen und kaufte kein Auto und Matek, der machte gerade seinen Führerschein und wird wahrscheinlich ein Auto zum Geburtstag geschenkt bekommen. Vater nannte eine Marke, Opel Astra, Matek wurde einen kritischen Kommentar dazu los, ist scheiße, Opel Astra, und Vater gab anschließend seinen Senf dazu, aber billig, Opel Astra. Mercedes, sagte Vater mit glänzenden Augen und Matek blieb gar keine Wahl, als ebenfalls einfach nur Mercedes zu sagen. Sie stießen an. Und ich war so unfassbar stolz auf Vater, auf Matek, auf das Lamm, auf alle, auf Herbert Grönemeyer. Keine Ahnung warum. Matek fasste sich in die Palisaden und aß seine zweite Schüssel Frühlingszwiebeljoghurt. Später schlug ich vor, komm mal her, Matek, komm mal her. Nimm mal ein Stück Brot. Geh mal zum Lamm und tupf das Fett mit dem Brot von dem Fleisch ab und ess das. Aber so richtig, so das Brot darf nicht trocken bleiben. Matek tat es und dann gleich nochmal. Ja, vielen, vielen Dank. Das war's. Super. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob das hier... Ja, ich glaube, Instagram war auch dabei. Wahnsinn, was? Ihr habt noch mehr Geld gespendet? Das gibt's gar nicht. Oh Gott, ist das geil. Also, das ist die Summe. 11.235 Mark. Ihr seid ja wahnsinnig, ist das geil. Das ist so geil. Es ist vielen, vielen Dank. Es ist wirklich toll. Ja, wirklich, wirklich toll. Endlich Dauerkarte für den HSV.
Super. Super, super, super. Was machen wir jetzt? Wollen wir reden? Ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt machen. Vielleicht nehme ich das mal hier in die Hand, dann kann ich mal gucken, was auf Instagram los ist. Ah, da, ihr seid noch da. Hallo Instagram, Moment, Moment, Moment. Wie drehe ich das denn? Ganz viele Herzen. Hier. Hallo. So, jetzt habe ich euch beide hier. Woher hieß, also, ich weiß gar nicht. Hallo, Frau Passmann. Hallo. Der beste Abend in freiwilliger Quarantäne. Seid ihr alle gesund? Ich hoffe. Das, was das für ein Bild für die schönen Sachen in dieser Wohnung ist, Katja zuständig. Sie, ich kaufe dann so Dinge. Erkennt man das? Das ist ein Pinguin. Der leuchtet. Das kaufe ich. Das ist ein Leuchtpinguin, ja genau. Hallo Instagram. Welches Buch lese ich gerade? Ich lese gerade, wo liegt es denn? Ich zeige es euch mal. Alles. So, das ist eigentlich nicht, keine Lektüre, die man liest. Das nennt sich Football Disco. Und The Unbelievable World of Football Record Covers. Es ist ein ganz, ganz dickes Buch. Ich sag's mal auch hier. Ganz, ganz dickes, dickes Buch. In dem einfach nur Cover von Platten, die Fußballer gemacht haben, drin sind und Texte dazu. Es ist super. Es ist. Was soll man sagen? Solche Bücher müssen gemacht werden, finde ich. Viele Grüße, liebe Grüße von Regina und Lena aus München. Grüße zurück, liebe Regina, liebe Lena. Nächstes Jahr ein Kinderbuch? Ja, genau. Würde ich gerne eine Poetik schreiben? Ja, ich bin tatsächlich, also wenn das hier überhaupt nochmal stattfindet, in Wiesbaden gerade Poetikdozent. Das klingt immer so hochtrabend. Im Grunde ist das ein Versuch, mein Schreiben zu erklären, mir selbst und anderen. Wir haben eine Vorlesung schon gehabt im Februar oder März und die nächste wäre jetzt im April. Ich bin mir ziemlich überzeugt, dass sie ausfällt. Aber ja. Ich freue mich auf Pududel, ich auch. Die Lesungen in Wiesbaden werden hoffentlich nachgeholt, ja, genau. Ob ich das öfter mache, ich weiß es nicht. Also wir werden wahrscheinlich nicht immer 11.000 Euro sammeln, das ist so geil. Ich könnte mal sagen, vielleicht nächste Woche Dienstag nochmal was, wenn ihr Lust habt. DJ Lotti habe ich noch nicht getroffen, leider, würde gerne. Rolf-Dieter Brinkmann, super, habe ich sehr viel in meiner Studienzeit gelesen. Grüße zurück nach Heidelberg. Nach welcher Musik sollte man aktuell im Wohnzimmer tanzen? Ich tanze die ganze Zeit mit meinem Sohn zu der liebt Nirvana. Und wir moschen hier voll ab auf Nirvana. Das ist geil. Und mein Sohn, es ist total cool. Sowas wie Rolf Zukowski oder sowas, der hört sich das mit einer ethnologischen Neugier an. Und dann sagt er, jetzt aber das Wilde. Und dann hören wir wieder Nirvana. Gut, dann machen wir Dienstag nächste Woche nochmal was. Die Rede an die Jugend habe ich habe die Hälfte davon geschrieben. Ich habe einen Preis bekommen in Weilheim, das ist eigentlich der beste Preis der Welt. Das sind die Schüler, die den Preis verleihen. Die suchen sich über Jahre hinaus einen Autor oder eine Autorin und dem geben sie 7.500 Euro. Also sie selbst nicht, aber sie verleihen das. Und da gibt es eine Rede an die Jugend, die ist zur Hälfte fertig und jetzt wurde aber auch das verschoben, wahrscheinlich irgendwann in den Herbst. Genau. Statt HSV-Jahreskarte vielleicht einen neuen Polunder. Ja. Ich habe so viele schon. Ich hab alle Farben, die in der Natur vorkommen. Ja, Dienstag. Gut, super. Dann machen wir das nächste Woche nochmal. Genau, dieses, ja, danke. Das ist aus Fallensteller, heißt das. Das ist ein Erzählband. Also ich habe jetzt nur so eine Fassung. Das war mein drittes Buch. Eigentlich mein absolutes Lieblingsbuch, weil es so lustig ist. Meine Lieblingspolunderfarbe, eindeutig schwarz. Ponos, ja, zdravo Bosnu. Ovo je bilo sve na njemačkom, ali drugi put ćemo na našem.
Was gibt mir Halt im Leben? Ah, Freundschaft und Liebe, natürlich. In Wien war alles voll. Ja, das tut mir wirklich leid, das wird nachgeholt. Wie sieht es mit dem Geld aus? 12.000 Euro, Mann, der Hammer. Absoluter Hammer. Absoluter Hammer. Was ich meinem Sohn vorlese, also wir erzählen uns jetzt seit Jahren eigentlich diese Taxi-Geschichten. Ich lese ihm relativ selten was vor, dafür macht meine Freundin das, also die liest ihm oft vor und wir erzählen eigentlich meistens was. Ich habe ein Lieblingsbuch, das heißt Wassentees. Wassentees ist ein Buch mit einer ausgedachten Sprache, einer Kunstsprache, und da geht es eigentlich um das Vergehen der Zeit, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, in der Natur, und es spielt sich unter Käfern. Ich liebe das. Das ist eine ganz eigene Sprache, man erkennt aber trotzdem, um was es genau geht. Das ist ganz, ganz toll. Wassentees heißt es. Mm. Den Livestream speichern. Also wenn ich das technisch hinkriege, dann speichere ich den auf jeden Fall. Ich sollte mir Moderatoren aussuchen, weil Streams immer moderiert werden müssen. Okay, gut. Pläne für das nächste Buch? Ja, also das nächste Buch ist ein Kinderbuch. Das habe ich jetzt schon hier vorgelesen. Und danach kommt ein Buch über deutsche Auswanderer in Texas. Es gab im 19. Jahrhundert eine Gruppe von 40 Männern, die aus Hessen nach Texas ausgewandert sind. Und diese Gruppe war insofern besonders, dass es sich um Kommunisten, frühe Kommunisten gehandelt hatte, die eine kommunistische Kommune in Texas gründen wollten. Und das fand ich schon, allein das fand ich richtig geil. Und die sind so gnadenlos gescheitert. Die sind dann da so rübergegangen, wollten die Hierarchien auflösen und haben sich aber unterwegs schon so verstritten, dass sie alle Handwerker und unteren Klassen verscheucht haben, haben es geschafft, eine ganze Mühle mit allen Materialien und Bestandteilen nach Texas zu bringen, und haben dann dort vor Ort niemanden mehr gehabt, der ihnen die Mühle baut. Der Stream ist hier angehalten bei Instagram. Ich musste neu starten, deswegen war ich jetzt ein bisschen so. Ein Krimi. Mag sein, dass ich schon ein paar geschrieben habe unter Pseudonym. Ausgerechnet Texas, ja genau. Es gibt noch einen Schornstein da übrig von dem Haus, das sie gebaut haben. Wir haben es niedergelassen an einem Ort, wo auch der Grund, der Boden war total schlecht, und die haben einen Winter überlebt. Und es gibt so wahnsinnige Tagebucheinträge von denen, wie sie dann am Lagerfeuer mit Indianern sitzen, mit denen sie sich angefreundet haben und denen Deutsch beibringen, so typisch Deutsch erstmal die Sprache beibringen und so. Also wirklich, wirklich coole Geschichte wird es, glaube ich. Was ich morgen koche. Wir haben noch von heute Kartoffeln und Gemüse übrig. Das wird morgen knallhart aufgewärmt und nochmal gefressen. Das Kinderbuch soll wahrscheinlich, das hat keinen Namen, ich glaube, es wird heißen, ich steige in ein Taxi. Es erscheint wahrscheinlich, Wassentees, genau, Wassentees. Also ich schreibe es mal hier in den Chat, ich glaube, so schreibt man das, Wassentees, Wassentees. Edo Majka, bosnischer Lieblingsmusiker. Ob ich hessisch spreche? Nee, kann ich nicht. Ja. Vielen, vielen Dank. Und dann haben wir ein Date nächsten Dienstag. Bleibt gesund. Redet mit den Älteren, dass sie nicht leichtfertig sind und rausgehen. Lest Bücher. Seid lieb zueinander.